Dua Lipa, Popstar, hat den albanischen Pass. Als der Bosnienkrieg 1992 ausbrach, flohen die Eltern der Popsängerin Dua Lipa, 27, nach London. Drei Jahre später erblickte dort der heutige britische Superstar das Licht der Welt. Ihre kosovarisch-albanischen Wurzeln hat dennoch Dua Lipa nie vergessen. Nun hat die Grammy-Preisträgerin auf Instagram stolz verkündet, die albanische Staatsbürgerschaft angenommen zu haben. Mit mehreren Fotos und einem Video von der feierlichen Übergabe der Dokumente und einem Herzchen bedankte sie sich bei Staatspräsident Bayram Begay, 55, und Tiranas Bürgermeister Erjon Veliay, 42. Die beiden Politiker zeigten sich ebenso erfreut, den Popstar als neue Staatsbürgerin begrüßen zu dürfen. Sie hat uns mit ihrer weltweiten Karriere und ihrem Engagement für wichtige soziale Zwecke stolz gemacht, ließen Begay und Veliay auf Twitter verlauten. Dua Lipa lebte zwischendurch mit ihren Eltern wieder für einige Jahre im Kosovo, bis sie mit 15 Jahren alleine nach England zurückkehrte. Dort verdiente sie zunächst ihr Geld in Clubs und als Model. 2015 schaffte sie den internationalen Durchbruch und zählt heute zu den einflussreichsten Musikerinnen der Welt. Ihr Künstlername Dua bedeutet auf Albanisch, ich liebe. In den Sommermonaten dieses Jahres richtete der Popstar in Pristina gemeinsam mit seinem Vater das größte Festival im Kosovo, das Sunny Hill Festival.